gleichzeitig besteht auch noch ein, beim, von meiner Seite auch noch massive Bedenken, was die Verhältnismäßigkeit der Regelung angeht. Also dass eine Verhältnismäßigkeit liegt vor, wenn ein Grundrechtseingriff, wäre ja hier das Verbot und die Bestrafung, einen legitimen Zweck verfolgt. Dieser Zweck geeignet und geeignet ist und erforderlich, diesen Zweck auch zu erreichen und letztlich auch angemessen ist, also dass die widerstreitenden Rechte faktisch dann gegeneinander abgewogen werden. Legitimer Zweck ist klar, Gesundheitsschutz, kann man sich darüber streiten, ob das wirklich so sinnvoll ist, aber nun gut, das ist der legitime Zweck, der damit verfolgt wird. Aber bei der Geeignetheit stellt sich mir schon die Frage, inwiefern ist jedes Stoffgruppenverbot da geeignet? Hatte Tibor ja auch schon gesagt, er sieht es nicht als geeignet an, weil es gibt schon Länder, in denen das Stoffgruppenverbot ist, eingesetzt worden ist. Und da gab es dann auch schnell Substanzen, die nicht mehr unter die einzelne Stoffgruppe gefallen sind. Das scheint dann ja auch durch molekulare Veränderungen möglich zu sein. Das müsste man natürlich im Einzelfall schauen, wie weit dieses Stoffgruppenverbot, was das wirklich dann bei den einzelnen Stoffgruppen, wie wirksam die diese Stoffe überhaupt abdecken, die wir jetzt hier nicht mehr im Verkehr haben wollen. Dazu äußern sich Rössner und Voigt natürlich nicht, weil es sich ja noch nicht auf konkrete Fragen bezieht. Aber je nachdem, welche Stoffgruppe verboten sind, kommen da wirklich viele Fragen auf uns zu, die auch wirklich jedes einzelne Verbot dann tatsächlich große verfassungsrechtliche Probleme mit sich bringen könnte, sodass man eigentlich festhalten kann, ja, das Stoffgruppenverbot wäre denkbar, aber jedes einzelne Stoffgruppenverbot birgt wirklich große Probleme, zumal man sich auch vorstellen kann, dass je nachdem, wie viele Stoffgruppen verboten werden, ja tatsächlich auch immer mehr Stoffe verboten sind, von denen überhaupt gar kein Risiko ausgeht. Und da möchte ich dann nochmal tatsächlich dann jetzt in die politische Debatte überleiten. Ich glaube, wir kriegen das auch ohne Pause hin, nämlich am Punkt der Erforderlichkeit. Auch ein verfassungsrechtlich, also der Teil der Verhältnismäßigkeit, nämlich gibt es tatsächlich ein milderes Mittel, um den gleichen Zweck zu erreichen, nämlich den Gesundheitsschutz. Und da würde ich jetzt einfach, da Harald Terpe heute ja leider nicht konnte, als Ersatzmann jetzt Tibor, als langjährigen Drogenpolitiker in die Diskussion mit einbauen, natürlich Bene, der hier, oder? Ja. Gut. Genau, das aber vielleicht, dass wir vielleicht einmal euch einfach nach vorne holen und vielleicht auch noch die beiden hier, Volker Auwerter und Carsten Tügel. Oder, achso, gut. Du hattest ja gerade als Maßstab der Verhältnismäßigkeit eben die Geeignetheit gesagt, als wonach man dieses Stoffgruppenverbot überprüfen müsste. Wir hatten jetzt vorhin gehört, dass aber auch schon die Verbote von den einzelnen Substanzen im Anhang vom BTMG dass den Zweck der Geeignetheit eigentlich überhaupt nicht erfüllen, weil damit letztlich das Ziel, sozusagen Schäden von Menschen abzuwenden, nicht erfüllt wird. Wir haben es vorhin sehr gut gehört irgendwie, weil Cannabis verboten ist, rauchen die Leute sich irgendwelches Zeug, wo kein Mensch weiß, was das ist und wo dann ja scheinbar starke Nebenwirkungen auftreten. Das heißt, nach diesem Maßstab müsste doch eigentlich, also schön, wenn man diesen Topf jetzt mal aufmachen kann über die Diskussion zum Stoffgruppenverbot, da müsste doch eigentlich das gesamte Betäubungsmittelgesetz eigentlich durch dieses Raster fallen und eben kein adäquates Mittel zum Gesundheitsschutz als solches anerkannt werden. Also bei Cannabis wird das ja auch vertreten, also jetzt zum Beispiel von Professor Nessler, der hält das Verbot für verfassungswidrig, eben aus diesen Gründen. Letztendlich bei der Geeignetheit muss man sagen, da steht dem Gesetzgeber und den Gesetzgeberinnen auch eine Einschätzungsprärogative zu, das heißt, bei Fragen der Geeignetheit und der Erforderlichkeit will, da man sich da ja immer trefflich drum streiten kann, wollen die Gerichte dem Gesetzgebern da nicht reinfunken und lassen dem einen gewissen Entscheidungsspielraum, ob das nun tatsächlich wirklich geeignet ist. Da, sofern da eine Eignung erkennbar ist, wird das dann meistens, lässt die Rechtsprechung das dann durchgehen. Ich sehe das auch so, dass man das bei vielen Stoffen im BTMG sehr, sehr kritisch sehen kann. Aber tatsächlich ist noch die überwiegende Ansicht, dass das einfach faktisch so nicht der Fall ist und der Gesetzgeber
immer noch eine starke generalpräventive oder, na gut, spezialpräventiv glaube ich jetzt ja eher nicht, aber wenigstens generalpräventive Wirkung dadurch sieht, durch dieses Verbot und auch durch Strafe. Aber kann man sich auch trefflich drum streiten und deswegen wird es ja auch bei einigen Drogen vertreten, dass diese Verbote wirklich verfassungswidrig sind. Vielen Dank an Jan Fehrmann. Ich würde vorschlagen, erstmal sowieso vielen Dank an euch drei, Tibor, Heiko und Jan, für den Überblick hier in dem eher rechtlichen Teil, Risikobewertung etc. Also nochmal Dankeschön für die ausführlichen Vorträge. Jan hat es angedeutet. Ich würde jetzt mal so ein bisschen die Moderation an mich ziehen. Wir müssen um Punkt 6 hier raus sein, weil es Folgeveranstaltungen gibt. Und wollten jetzt, dadurch, dass Harald Herb aus dem Bundestag auch doch nicht kommen konnte, die Diskussion mit euch allen im Prinzip jetzt sofort stattfinden lassen. Also Wortbeiträge, Meinungsäußerungen, Nachfragen, alles zugelassen. Ich würde vorschlagen, dass ich nochmal dann die Moderation dafür übernehme. Kann gerne auch noch später was sagen, was wir als Berliner Grüne hier im Abgeordnetenhaus machen. Mein Kollege Heiko Thomas, der gesundheitspolitischer Sprecher ist, ist jetzt auch da. Und Astrid Leicht und Fixpunkt und Heike Drees, also schön, dass Sie da sind. Und wir hier noch tiefer in die Diskussion um Nigel Heiß, aber auch um die allgemeine Drogenpolitik gehen können. Vielleicht noch, bevor sich hier die Ersten melden, ich habe noch keine gesehen, noch ein Punkt zur juristischen Geeignetheit, wollte ich nur kurz ergänzen, Jan, dass die herrschende Auffassung ja nicht sagt, ein Mittel muss absolut geeignet sein, um ein Ziel zu erreichen, sondern es reicht, das Ziel der Zielerreichung zu fördern, nicht wahr? Und so kannst du immer aus herrschender Perspektive sagen, als Jurist, es reicht, die Verfügbarkeit einzuschränken durch ein Verbot, weil du damit erstmal weniger Stoff am Markt hast. So einfach ist es. Also das heißt, nur weil es Umgehungsmöglichkeiten gibt, ist noch ein Mittel noch nicht ungeeignet. Das ist, ich gebe dir recht, da gibt es, es gibt genügend Umgehungsmöglichkeiten, dass man sich fragen kann, ist das überhaupt noch geeignet? Aber die spannende Frage, auch beim Stoffgruppenverbot wird eher ja in der Verhältnismäßigkeit liegen, weil durch ein Stoffgruppenverbot, und das ist zum Glück noch die Auffassung des Bundesministeriums für Justiz, wenn ich das richtig sehe, ist, dass du durch so ein Stoffgruppenverbot eben auch Kollateralschäden im Bereich der Wissenschaft hast, ja? Weil dann eben freie Forschung, freie Wissenschaft, auch ein sehr wichtiges Grundrecht, dann nicht mehr zugelassen wird, weil du mit dem Ziel des Gesundheitsschutzes möglicherweise übermäßig, also Übermaßverbot, ist auch Artikel 103, weiß nicht, du bist der Verfassungsrichter, aber auch das Übermaßverbot ist ein Dogma, damit zielst du dann auf die Falschen. Und da wird dann eine spannende Abwägung zu treffen sein. Noch ist das Bundesministerium für Justiz dort auf der Seite derjenigen, die sagen, Stoffgruppenverbot würde zu weit gehen. So, jetzt hast du dich nochmal gemeldet von Basis, dann bitte. Also ich, als erstes fällt mir immer ein, nicht alles, was machbar ist, muss auch unbedingt Sinn haben. Also das mag machbar sein, ein Stoffgruppenverbot. Aus Seiten der Prävention, finde ich, ist es relativ sinnlos, weil wir kurbeln den kompletten Kreislauf einfach nur weiter an. Wir haben vorhin diese wunderschöne Tabelle von der EMC.de gehabt mit diesen 81 verschiedenen Substanzen im letzten Jahr. Ich habe in Albanien, der Kollege Miroslav Pustoslemschek hat bei der EMC.de dieses Jahr angefragt, sind schon mehrere hundert dieses Jahr. Also wir sehen, wir haben einen Kreislauf, der unglaublich angestrengt ist. Wenn ich jetzt ein Stoffgruppenverbot draufsetze, dann kurbel ich das Ganze ja nochmal an. Und jede dieser neuen Substanzen birgt noch größere Risiken, noch mehr Gefahren. Wir wissen wieder nicht, was da irgendwie auf uns zukommt an Nebenwirkungen und Kreuzschäden. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir es schaffen, mit einem Stoffgruppenverbot wirklich die große Bandbreite so abzufangen, dass es keinerlei neue Stoffgruppen mehr gibt, die dann wieder nicht erfasst sind. Also im Prinzip macht das Stoffgruppenverbot nur eins, wir kurbeln diesen Kreislauf noch mal mehr an. Und der zweite Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass das Betäubungsmittelgesetz ja in der Hauptsache die Angebotsseite reduzieren soll. Also dadurch, dass ich ein Verbot eines Stoffes schaffe, möchte ich, dass das Angebot reduziert wird und der Preis erhöht wird. Wenn aber die Händler nicht in Deutschland sitzen und von dem Stoffgruppenverbot gar nicht direkt betroffen sind, sondern nur nach Deutschland liefern über Postweg etc., dann habe ich ja auf der Angebotsseite gar keine Veränderungen geschaffen. Also das macht es mir noch nicht ganz sinnvoll. Und wenn ich als drittes, der dritte Gedanke, den ich ja ungeheuer schön finde, im Prinzip zu sagen, dass man die Konsumenten frei von Strafe stellt, weil man sie eben nicht kriminalisieren will, was ja für uns völlig ein positiver Schritt wäre,
dann fände ich aber, dass es uns dazu nötigt, uns, da sind wir sehr nah irgendwie auch, das bei den etablierten Drogen zu befragen, weil ich kann ja nicht sagen, dass ich, was weiß ich, eine Sache habe wie Cannabis oder auch, was weiß ich, MDMA, was jetzt auch nicht so neurotoxisch ist im Verhältnis zu anderen Substanzen, die wir vielleicht im Bereich der Legal Highs haben, und der starke Strafestelle, selbst bei dem Besitz und viel schädlichere Substanzen, die jetzt in dem Stoffgruppenverbot dann nicht mehr den Konsumenten bestrafen, nicht unter Strafestelle. Also das heißt, ich eigentlich Konsumenten dazu nötige, schädlichere Substanzen zu nehmen, also vielleicht sogar eigentlich nehmen wollen, nur damit sie dort nicht belangt werden. Also das sind die drei Punkte, die ich gerne anregen würde. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich hoffe, die Bundesdrogenbeauftragte, die ja indirekt schon so ein Stoffgruppenverbot angedacht hat, wird deine Argumente sorgfältig abwägen. Heiko hatte sich gemeldet nochmal und dann nochmal Volker Auwerter. Wie gesagt, alle frei. Jan auch nochmal. Okay. Ja, ich wollte nochmal kurz auf die Nachfrage eingehen. Natürlich kann und muss man sich die Frage stellen, ob das BTMG überhaupt an sich geeignet ist. Allerdings müssen wir ja auch in bestimmten Realitäten uns bewegen. Auch als Grüne müssen wir damit leben, dass bestimmte Grundsatzfragen durchs Bundesverfassungsgericht zum Beispiel auch entschieden wurden. Es gibt da auch eine Cannabis-Entscheidung, die das durchaus ein bisschen differenziert sieht. Allerdings ist es im Kern eine politische Entscheidung. Und wir haben die Gewaltenteilung. Der Gesetzgeber gibt die Gesetze, die Juristen wenden sie dann an. Und die Entscheidungsprärogative hatte Jan angesprochen. Und die Bundestagsfraktion hat zu dieser Frage aktuell hier mal zusammen mit der Linken eine Initiative gestartet, das Betäubungsmittelgesetz in all seinen Auswirkungen zu evaluieren. Das ist jetzt schon durch den Gesundheitsausschuss gegangen. Man streitet sich jetzt darum, ob man diesem Antrag überhaupt folgen möchte im Bundestag, überhaupt eine Evaluation anzustrengen, um die Folgen wissenschaftlich zu bewerten. Wir sind da politisch natürlich auch unterwegs, um auch diese Frage weiterzuwerten. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, geht es denn ganz ohne Regeln? Das kann ich mir persönlich zumindest nicht vorstellen, weil für viele Stoffe, die uns umgeben, machen Regeln möglicherweise auch Sinn. Wenn ich an die ganzen Chemikalien denke, die Tibor vorhin erwähnt hat, es gibt Stoffe mit bestimmten Risiken, auch bei den Stoffen, über die wir heute sprechen, bei den Legal Highs. Die Auswirkungen, die zum Teil auftreten, hatte Professor Auwerter vorhin beschrieben. Die Frage ist nur, wie findet man ein vernünftiges regulatorisches Instrument dafür? Ich fand den Ansatz, den wissenschaftlichen Ansatz, den Tibor hier vorgestellt hat, sehr interessant. Der ist natürlich aber vielleicht ein bisschen schwierig in der Vermittlung, vielleicht auch im politischen Raum. Erstmal ein bisschen sperrig, aber ganz viele auch juristische Regularien sind ganz sperrig, wenn wir dann nur ans Steuerrecht oder Ähnliches denken. Der Weg zur richtigen Regelungsform sollte, ja, ich glaube, im Fokus stehen, damit wir hier nicht in eine Verbotsfalle tappen, die im Moment an allen Ecken aufgestellt wird. Okay, vielen Dank, Heiko. Dann Volker auch da. Bitte. Ja, also als Vorbemerkung, das BTMG ist ja eigentlich keine reine Strafvorschrift, sondern das soll ja eigentlich die Versorgung mit Betäubungsmitteln, also der Bevölkerung, für gesundheitliche Zwecke dienen. Die Frage ist ja eigentlich auch wirklich die, die man klären könnte über so eine Enquete-Kommission oder was auch immer, wo man sich einmal anschaut, was sind eigentlich die Folgen dieser Strafvorschriften, die eben auch enthalten sind und von denen ja eigentlich primär Gebrauch gemacht wird seit einigen Jahrzehnten. Das ist, hat sich ja fast reduziert auf das im Wesentlichen. Gut, die Ärzte müssen sich natürlich auch dran halten und so weiter und dann gibt es die entsprechenden Verordnungsvorschriften, aber die häufigste Anwendung sind natürlich die Strafvorschriften geworden. Die Frage, die sich stellt, ist eben die, ob man grundsätzlich bei diesem System bleibt oder bleiben will. Wenn ja, dann denke ich, ist es einfach nur ein logischer Schritt, dass man zu dieser Gruppenunterstellung kommt. Wenn nein, dann kann man ja nach Alternativen schauen und muss sich dann überlegen, natürlich auch, so wie du gesagt hast, wie man mit den klassischen illegalen Drogen umgeht und ob man nicht in irgendeiner Form Ventilfunktionen schafft, in der Form, dass man die am wenigsten schädlichen Betäubungsmittel aus der jeweiligen Klasse vielleicht weitgehend entkriminalisiert, also oder die ganze Sache liberalisiert, freigeben oder völlig unreguliert lassen, ist sicherlich auch keine Option. Da bin ich gleicher Meinung, das geht sicherlich nicht. Und also zumindest ein Jugendschutz oder so, wie man ihn bei Alkohol und Tabak auch macht, wäre natürlich die absolute Mindestforderung. Aber das ist, glaube ich, die primäre Frage. Möchte man in dem alten System bleiben?
dann wäre die logische Konsequenz schon die Gruppenunterstellung. Und dann hätte man sogar die Chance, die Besitzstrafbarkeit rauszunehmen. Das sehe ich dann eigentlich auch als eine Chance, so wie es im AMG eben war, wo ja nur Handel und Weitergabe strafbewehrt waren. Wie gesagt, das könnte man, egal wie man das jetzt umsetzt, in der Anlage 4 oder in einem eigenen Gesetz ja verankern, dass man den Konsumenten am Ende nicht kriminalisiert. Das fände ich schon auch einen ganz wichtigen Schritt. Wenn man das nicht macht und dabei bleibt, dass Einzelsubstanzen unterstellt werden, dann ist jede unterstellte Substanz eben auch mit einer Besitzstrafbarkeit versehen. Und das ist ja sicherlich auch nichts, was man auf Dauer einfach haben will, dass die Anlagen immer voller werden, so wie das eben seit Jahr und Tag passiert. Insofern sehe ich schon auch eine gewisse Chance in dieser Gruppenregelung, sofern man eben nicht das gesamte System vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellt und zu ganz neuen Regelungen kommt, was aus meiner Sicht die allerbeste Variante wäre. Das ist eben nur die Frage, wie realistisch es ist momentan mit den regierenden Parteien. Entschuldigung, kurze Nachfrage von mir, wenn du von Besitz sprichst, dann ist der Erwerb auch gleich mit gemeint. Also sprich, dass man den Konsumenten jeweils straffrei stellt. Erwerb und Besitz, genau. Erwerb und Besitz. Also so war das zumindest in dem Rechtsgutachten von Rösner und Kollegen ja auch mal angedacht. Und diese Überlegung, die lebt ja noch zumindest. Also natürlich gibt es sicherlich auch Positionen, die sagen, wir würden auch in der neuen Regelung jetzt, die diese Gruppen umfasst, auch diese Besitzstrafbarkeit und Erwerbsstrafbarkeit haben wollen. Aber ich denke mal, die Chance ist gut, dass das dann rausbleiben würde. Und dann hätte man ja einen Gewinn. Natürlich wäre es, da bin ich auch ganz bei dir, eine etwas paradoxe Situation, wenn man dann gefährliche synthetische Cannabinoide hat, die ohne Besitzstrafbarkeit sind. Und auf der anderen Seite hat man Cannabis, wo man eine Besitzstrafbarkeit hat, wo es zwar dann diese geringe Menge gibt, bei der man einstellen kann, aber grundsätzlich wäre es ja strafbewehrt. Das wäre natürlich nahezu pervers, ja, wenn man das so machen würde. Aber trotzdem, es ist eben die Frage, was sind die Alternativen? Das ist eben erstmal zu bedenken. Und ja, als ersten Schritt sehe ich da ganz wichtig eigentlich auch, dass man das, wie es war, auf den Prüfstand stellt, schaut, was sind die, was sagt er immer so schön, Risiken und Nebenwirkungen eben auch dieser Regelung, wie sie besteht, was hat es gebracht in den letzten Jahrzehnten, ja, in Bezug wirklich auf vielleicht generalpräventive Aspekte oder spezialpräventive, da ja, sicherlich gar nichts. Ja. Ich meine, welcher Jugendliche schert sich darum, ob ein Betäubungsmittel verboten ist, für die ist das völlig gleichgültig. Und hat insofern, glaube ich, auch keinen Effekt. Aber eben genau das müsste man sich mal objektiv anschauen, und zwar wirklich wissenschaftlich begleitet und nicht nur, so wie es eben in der Diskussion leider fast ausschließlich gemacht wird, wo so betonierte Positionen sind und rein dogmatisch eigentlich argumentiert wird. Okay, vielen Dank, Volker Auwert. Das war nochmal das klare Plädoyer für eine wissenschaftliche Evaluation des BTMGs. Jan Fährmann, dann Thibaut Harrach und dein Name war nochmal wie? Alles klar, okay, dann Jan. Ja, also ich glaube, wenn man einfach sieht, welche die Folgen jetzt von Illegal Highs, dass tatsächlich das dazu führt, dass das Verbot dazu führt, dass immer gefährlichere Stoffe genommen werden, dann bin ich eigentlich der Meinung, dass da jetzt wirklich letztendlich der Punkt gekommen sein sollte, wo jeder verstanden hat, dass es nicht nur mit Verboten geht, sondern dass man wirklich da sich wirklich mal an rationalen Kriterien orientieren muss. Also Thibaut hat es ja wirklich sehr umfassend vorgestellt, dass es genug Möglichkeiten gibt, um Risiken zu messen und letztendlich dann auch zu entscheiden, ob nun ein Stoff so ein hohes Risiko hat, dass er letztendlich freigegeben werden kann. Und nun sind wir aber in der Drogenpolitik leider fern von rationalen Erwägungen, was man allein an dem an Alkohol sieht, der jetzt und der das Alkohol erlaubt ist und Cannabis verboten. Das entfernt sich ja ganz klar von der Risikoorientierung. Und da sollten wir wahrscheinlich gucken, dass wir als Politik einfach dahin kommen, dass man einfach mal rational guckt, wo ist das Risiko, natürlich auch optimal begleitet von der Wissenschaft, weil alleine jetzt diese ganzen chemischen Begriffe und so, da stellen einen ja schon vor große Schwierigkeiten, das Risiko überhaupt abwägen zu können. Und da ist ja auch eine klare Entwicklung auch einfach da, dass man da auch, dass man wirklich sehen kann, allein schon auf der Seite, wo Risiken sind und wie man damit umgehen kann. Und
letztendlich geht es auch langsam wirklich nicht mehr ohne eine Reform, zumal der Drogenmarkt jetzt ja wirklich absolut global ist und die ganzen Stoffe jetzt aus China, aus Indien kommen, gleichzeitig noch die ganzen Probleme, die wir mit den verbotenen Substanzen haben hinsichtlich Drogenkriegen und massivster Korruption in einzelnen Ländern. Da ist letztendlich keine andere Möglichkeit da, als über andere Wege nachzudenken. Und da könnte man jetzt zum Beispiel europäische Ansätze, sollte man vielleicht auch gucken, dass man auf dieser Ebene das klärt, anstatt dass jedes Land da sein eigenes Süppchen kocht und dann kommen nun die Stoffe dann wieder tatsächlich dann einfach aus anderen Ländern wieder her. Und da gibt es ja tatsächlich auch schon europäische Ansätze, eine europäischen Risikoabwägung. Die hatten wir jetzt noch gar nicht vorgestellt. Vielleicht willst du da gleich noch was zu sagen, Tibor. Genau, dann übergebe ich das Tibor gleich. Genau, Tibor wäre auch der Nächste auf der Redeliste. Ja, also auch ich bin der Meinung, das ganze BTMG gehört auf den Prüfstand. Bündnis 90 Die Grünen und die Linken auch im Bundestag haben das ja beantragt. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, aber interessant war auf jeden Fall schon, dass fast alle Experten, die da eingeladen waren im Gesundheitsausschuss, sich auch dafür explizit ausgesprochen haben. Selbst Experten, die von der CDU angesprochen worden sind, wie Herr Meyer-Thomsen, hat sich sehr engagiert für eine Evaluierung des Betäubungsmittelgesetzes ausgesprochen, um Risiken und Nebenwirkungen, die ja bekannt sind, sozusagen gegen den möglicherweise überhaupt nicht vorhandenen Nutzen abzuwägen. Dann ist ja auch hier schon angesprochen worden, Fahrerlaubnisverordnung. Auch da bin ich der Meinung, da müssen wir unbedingt ran. Also wenn ich höre, dass so eine Vorschrift nicht dazu führt, dass irgendwie der Straßenverkehr sicherer wird, das wollen wir ja alle. Ja. Wir wollen nicht, dass irgendwie Leute, die zugedröhnt sind, jetzt sich hinter das Steuer setzen und da gefährdend wirken. Aber dass das nicht dazu führt, dass die Straße sicherer wird, sondern dass es auch noch dazu führt, dass die Leute andere Substanzen konsumieren, die möglicherweise viel gefährlicher sind und sich viel fahruntüchtiger machen, finde ich, muss da auch evaluiert werden und da müssen auch Reformen sozusagen eingeleitet werden. Jetzt zu dem Problemfeld Legal Highs. Da bin ich erstmal der Meinung, da wird es keine Patentlösung geben. Na, das ist, Phänomen ist da. Und egal, wie man jetzt darauf reagiert, wir werden es auch nicht wieder wegkriegen. Sondern der Drogenmarkt ist auch nicht komplett erstarrt, sondern es werden da neue Substanzen auftauchen, es werden auch alte Substanzen wieder verschwinden. Und damit muss man jetzt irgendwie umgehen. Und so einer Stoffgruppenregelung, die sehe ich sehr kritisch. Das ist ja hier heute auch schon häufiger gesagt worden. Kann sie dazu führen, dass dann, wenn man eine Stoffgruppe verbietet, Substanzen auftauchen, die eben nicht einer Stoffgruppenregelung unterliegen und dass man damit den ganzen Prozess nur weiter anfacht. Von daher muss man sich überlegen, wie man da sinnvoll rangehen will. Es gibt in Europa verschiedene Alternativmöglichkeiten. Österreich hat ja ein eigenes Gesetz zum Beispiel geschaffen, dieses neue psychoaktive Substanzengesetz, was auch keine regulatorische Meisterleistung ist, aber wo man zumindest mal diese neuen psychoaktiven Substanzen rausgenommen hat aus dem traditionellen Suchtgiftgesetz, heißt es in Österreich, was bei uns das Betäubungsmittelgesetz ist. Und da ist es dann auch so, dass die Konsumenten zumindest in der Regel nicht kriminalisiert sind, was schon mal ein Fortschritt ist. Dann hat Jan ja auch schon angesprochen, neben der Stoffgruppenregelung, die jetzt hier in Deutschland diskutiert wird, wo sich auch die Justizministerkonferenz schon positioniert hat, gibt es ja auch noch einen Regulierungsvorschlag der Europäischen Union. Ich weiß gar nicht, wo der geblieben ist, sage ich mal. Der hat ja zum Teil ja auch schon deutsche Parlamente passiert. Der hat ja auch den Bundesrat zum Beispiel schon passiert. Ja. Der hat das Europäische Parlament schon das erste Mal passiert. Ja. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrates hat diesen zurückgegeben, auch noch verschärft. Ja, und Verschärfungs sozusagen
einen Verschärfungswunsch an die Bundesregierung weitergeleitet. Ganz kurz zu diesem europäischen Vorschlag, der sieht tatsächlich so eine Regulierung vor nach Gefährlichkeitsniveau. Na? Da werden dann die Substanzen in drei Klassen eingeteilt. Einmal sehr gefährlich, da ist dann auch die Produktion und natürlich auch der Handel verboten, zumindest mal zum Zwecke jetzt der Erzeugung von Rauschzuständen. Dann gibt es Niveau 2, da ist dann nur der Handel verboten, weil die Substanzen gefährlich sind. Und dann gibt es noch das unterste Niveau, Substanzen, die nicht gefährlich oder wenig gefährlich sind und die können dann sozusagen verkauft werden. Wo ich das Problem sehe bei dem Vorschlag ist, dass um eine Substanz sozusagen im Handel derartig zuzulassen, müssen eben, das hatte ich ja in meinem Vortrag schon erwähnt, umfangreiche Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. Ja? Zum Beispiel in Tierversuchen oder vielleicht auch an Probanden. Der Vorschlag der Europäischen Kommission, der regelt jetzt nicht, wer macht das eigentlich und wer bezahlt das zum Beispiel auch, solche Sicherheitsprüfungen, die sind ja sehr teuer. Und darüber muss man dann wirklich auch mal nachdenken und da entsprechende Vorschläge unterbreiten. Und dann ist mir eben auch noch wichtig die Prävention, na, also das, was Carsten vorgestellt hat, Informationen zu generieren, aufzuarbeiten und die dann weiterzugeben, auch konsumentenfreundlich weiterzugeben. Und was mir eben auch ganz wichtig ist, sind Substanzanalysen. Ne? Und ich halte da wenig davon, dass man bei den Substanzanalysen jetzt noch unterscheidet in Legal Highs, die möglicherweise viel gefährlicher sind, und Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sind, die man darum möglicherweise nicht oder nur erschwert untersuchen lassen kann, ja, sondern bei den Substanzanalysen ist es mir wichtig, dass man tatsächlich alles untersuchen lassen kann. Ja, vielen Dank, Tibor. Stichwort Substanzanalyse ist gefallen. Das ist ja quasi auch das Einzige, was wir als Landespolitiker so richtig mit vorantreiben können. Dadurch in Hessen ist das ja auch im Koalitionsvertrag zumindest niedergeschrieben, dass man da das Drug-Checking prüft. In Berlin ja sogar auch in einem Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU. Da wird wohl nichts draus, da fehlt der politische Wille. Das haben die mittlerweile mehrfach bekundet. Aber das ist für uns Grüne nochmal eine Gelegenheit, hier im Sinne der Prävention, der Aufklärung nochmal eine Initiative zu starten für das Drug-Checking nach dem Vorbild Bern und Österreich. Und gleichzeitig auch mehr in die Aufklärung zu gehen, wie das hier die sehr gute Website macht, die Carsten Tögel vorgestellt hat. Aber auf der Redeliste sind jetzt Maximilian von Heiden und dann Carsten Tögel nochmal. Dann habe ich aber niemanden mehr drauf, sonst finde ich, okay, habe ich nicht gesehen, alles klar. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Alles klar, okay, danke. Okay, also mein Name ist Maximilian von Heiden. Ich bin vornehmlich tätig in der Präventionsforschung und auch in der Praxis der Prävention. Ich möchte erstmal die Position von Herrn Auwärter unterstreichen, also ich würde mich dem anschließen, wollte aber noch ein paar Punkte gerade in Richtung Stoffgruppenverbot zu bedenken geben. Also zum einen würde ich auch die Erkenntnis unterstreichen, dass der Innovationsdruck dadurch eindeutig erhöht wird, also dass es keine konkrete Lösung erstmal darstellt. Erfahrungen dazu gibt es zum Beispiel aus Großbritannien, die schon sehr früh praktisch das gesamte Sammelsurium, ehe es die Publikation von Alexander Shulgin gab mit Pical und Tikal, praktisch schon fast alle dieser Substanzen reguliert hatten. Und trotzdem muss man jetzt rückblickend sagen, dass Großbritannien federführend war in der Entwicklung dieses Legal High-Marktes und auch des Legal High-Geschehens. Insbesondere auch jetzt ist es eine Erfahrung der Beobachtung der Märkte der letzten Jahre, die Konsequenz der Regulierung in jedem Fall immer eine Verschärfung sozusagen der Risikoprofile der Substanzen. Zum Teil eben mit dem Auftauchen ganz neuer Stoffgruppen oder eben auch dem Hinzutreten von wohl Akteuren im Markt, die keinerlei Rücksicht mehr darauf nehmen, was hier eigentlich jetzt zugänglich gemacht wird.
Zum anderen eine prinzipielle Frage. Ich halte es schon für verfassungsrechtlich schwierig, das ist aber eine persönliche Einschätzung, ich bin natürlich kein Jurist, Psychoaktivität per se einfach als gesundheitsschädlich zu definieren. Ist natürlich auch schwierig, also es gibt ja verschiedene Definitionen zu Psychoaktivität. Also würde das einfach prinzipiell erstmal in Frage stellen, dass das als Voraussetzung zu nehmen, um grundsätzlich von einem Gefährdungspotenzial auszugehen. Zum anderen, da würde ich auch Herrn Auwärter unterstützen, natürlich ist es stets zu begrüßen, dass Besitz straffrei zu stellen ist und vielleicht auch Konsum, weil man hier die überwiegende Zahl der Personen schützt. Die Erfahrung aber insbesondere in der Arbeit mit Jugendlichen im Bereich der Prävention, aber auch hier wäre es sehr schön gewesen, von Bernd Werse was zu hören zu Drogenhandel, ist natürlich die Ausblendung der Tatsache, dass Menschen, die ein Interesse an dem Konsum psychoaktiver Substanzen haben, auch an einem in irgendeiner Weise integrativen Konsum, der also wenig gesundheitsschädlich, wenn vielleicht sogar gesundheitsförderlich ist, natürlich unter dem Druck stehen, derlei Substanzen zu erwerben und natürlich ein Interesse daran haben, das mit Menschen, wie das halt bei einem Hobby zum Beispiel ist, auch zu teilen, somit also in diese Handelsrolle oder in den Bereich der nicht geringen Menge selbstverständlich auch vorstoßen werden. Diese Tatsache kann man praktisch nicht ausblenden. Und das ist auch eine Erfahrung, die insbesondere im Zusammenhang mit Cannabis ja also eigentlich fast selbstverständlich ist. Hier ist ja bekannt, dass viele Leute das selbst herstellen, auch praktisch in kleineren Kreisen. Und ich sehe das als hochproblematisch, gerade im Kontext eben des Strafrechts. Ja. Also weil es hier nicht prinzipiell immer nur um böswillige Händler geht mit einer Gewinnabsicht, sondern zum Teil eben um Menschen geht, die einem Interesse oder Hobby folgen und das eben mit gleich sanktioniert wird. Das wäre es soweit. Ja, vielen Dank, guter Gedanke. Es trifft ja vor allen Dingen zu, wenn du als 19-Jähriger einem 17-Jährigen Cannabis gibst, dann bist du gleich in der Verbrechensstrafbarkeit. Carsten Tögel hatte sich noch, also Mindeststrafe ja, ein Jahr. Ne? Also ich finde es immer so aus der fachlichen Sicht, es gibt die lösungsorientierte Kurzzeittherapie von The Chaser, nach der wir zum Teil auch arbeiten. Und da gibt es einen ganz, ganz elementaren Baustein, wenn ich irgendjemanden versuche, zu irgendeinem Ziel zu verhelfen, unterstütze ihn einfach dabei zu sehen, was ihm hilft, mach mehr davon und was nicht hilft, hör auf damit. Also versuche nicht noch mehr davon zu machen bei den Sachen, die nicht helfen. Und wenn ich mir momentan angucke, wie wir unser Betäubungsmittelgesetz ausgestaltet haben, dann erlebe ich dadurch eigentlich fast nur negative Erfahrungen. Wir schaffen es nicht einmal, in einem Gefängnis einen drogenfreien Raum zu machen. Also in einer Szenerie, wo ich wirklich den absoluten Entzug von Persönlichkeitsrechten habe. Und wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wenn ich es im Gefängnis schon nicht schaffe, wie möchte ich eine drogenfreie Illusion hier in dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung errichten? Das ist für mich ein absoluter Widerspruch. Wenn ich mir angucke, wie momentan Gesetzesinitiativen oder Verschärfungen im Umgang mit Cannabis als Beispiel für andere Substanzen in anderen europäischen Staaten angibt, dann erlebe ich einfach, dass das völlig abgekoppelt ist von Recht. Also Länder wie Italien verschärfen die Sanktionen gegen Cannabis, aber die Anzahl der Konsumenten steigt in dem Land. In anderen Ländern wird die Strafverfolgung reduziert und die Konsumenten sinken. Also nach dem ersten Gefühl ist das ja völlig verquer, aber was es uns eigentlich zeigt, ist, dass Menschen, die etwas konsumieren wollen, das tun unabhängig von Justiz und Recht. Also wir kriminalisieren Menschen, die Substanzen konsumieren wollen. Und was dabei nochmal mit reinspielt, und es ist egal, wie wir diese, ob wir jetzt nur die Konsumenten von dieser Strafbarkeit ausnehmen, ist immer noch, dass unter den Bedingungen des illegalen Marktes wir das organisierte Verbrechen im Prinzip fördern, dadurch, dass wir ihnen das Geld geben, dass wir unsaubere Stoffe, selbst in Holland Cannabis irgendwie gestreckt und Ähnliches zur Verfügung stellen, anstatt saubere Stoffe, wie wir es hier bei Alkohol haben. Ich weiß in einem Bier, was ich an Alkohol drin habe und an anderen Substanzen. Aber ich werde es unter illegalisierten Bedingungen nie in illegalen Substanzen haben. Und ich werde nie irgendwelche Funktionen des Jugendschutzes anwenden können, solange ich einen illegalisierten Markt habe. Und da beißt sich für mich die Katze in den Schwanz. Wir haben es sehr gut geschafft, im Bereich von Nikotin die Konsumentenzahlen zu reduzieren. Und zwar nicht durch Strafen, sondern durch Präventionsbotschaften. Und wir versuchen aber bei den illegalisierten Substanzen immer noch durch Strafe als alleiniges oder fast alleiniges Merkmal, wenn ich mir die
Differenz zwischen dem, was wir für Strafverfolgung ausgeben und was wir für Prävention ausgeben. Allein durch Strafe zu versuchen, die Konsumentenzahlen zu reduzieren. Und das erscheint mir einfach hirnrissig. Entschuldigung. Es geht ja durchaus vielen so. Die Frage ist aber eben auch die der Anschlussfähigkeit bzw. der Mehrheit, die man sich eben dann auch stellen muss, auf den Weg dahin zu gehen. Aber man sieht es ja an einigen Umfragen, dass es da ein leichtes Neu- und Umdenken gibt. So, Sonja hatte sich gemeldet. Ja, bitte. Ich bin Pharmazeutin und wie du gerade schon angesprochen hast, im Laufe dieses Symposiums immer wieder aufgefallen, dass man psychoaktive Stoffe per se aufgrund ihrer psychoaktiven Wirkung verfemen möchte. Das stelle ich sehr in Frage. Also gerade als der Pharmaziekundige sehe ich auch ganz andere Stoffgruppen, die zu einem massiven gesundheitlichen Schaden in unserer Population führen, wie zum Beispiel der übermäßige Konsum von Fetten oder auch Zucker. Also ich will jetzt mal Einstiegsdroge Zucker ein Beispiel rausnehmen. Bei der Schule meines Sohnes ist ein Dealer, der vertreibt Süßigkeiten aus China. Das sind ausgeklügelte Kombinationen aus verschiedenen Zuckern und Säuren, die sozusagen den Zahnschmelz der Grundschüler auf einmal abrasieren. Wir haben eine Kariesprävalenz von 70% an der Schule. Die können da nicht einschreiten. Ich finde, das ist eine deutliche Gesundheitsschädigung. Bei einem Psychoaktivum aber muss ich sagen, wenn ich eine geringe Dosis anwende, kann ich nicht sofort davon ausgehen, dass man irgendwie tot umfällt. Also da frage ich mich auch nach der Verhältnismäßigkeit, dass man überhaupt eine Wirkung an sich unter Strafe stellen kann, finde ich fragwürdig. Okay, vielen Dank. Ja, bei meiner Tochter wirkt Zucker auch immer psychoaktiv, deswegen habe ich mir das für die Frage immer zugestellt. Klar. Okay, Jan, du hattest dich nochmal gemeldet. Ja, was ihr beide gesagt habt, das kann ich auch wirklich nur unterstreichen, dass man einfach am psychoaktiv ansetzt. Das zeigt auch einfach, wie undifferenziert die ganze Herangehensweise ist. Da hat es einmal Stoffe gegeben, die haben irgendwelche Menschen als ganz gefährlich eingestuft. Und das muss jetzt auch immer so bleiben. Und letztendlich mit diesen ganz schweren Folgen, wo ich noch einmal drauf eingehen möchte, weil ich arbeite also neben meiner DIS noch an der Strafverteidigerkanzlei und da habe ich gerade Schwerpunkt Strafvollzugsrecht und da habe ich wirklich oft mit Menschen zu tun, die wegen, also zu 80% wegen BTM-Delikten dort sitzen und auch oft genug noch wegen Cannabis. Also da führt dann sehe ich immer die ganzen Probleme, die dann auf die Menschen zukommen, wenn sie ins Gefängnis müssen. Wer kümmert sich um die Kinder jetzt? Was bleibt mit mein Job ist jetzt weg? Wie kriege ich jemals wieder Arbeit? Bleibt meine Beziehung bestehen? Kann ich meine Wohnung erhalten? Alles kann weg sein, nur aufgrund wirklich des Verkaufes von Cannabis. Also in der Bevölkerung scheint, glaube ich, mal eher, beziehungsweise was ich so im Diskurs mit Gleichaltrigen oder anderen Menschen mitbekommen, dass immer gesagt hat, ja gut, Cannabis, das kümmert ja auch wirklich niemand, ob das, also da konsumiert auch jeder, der das will, das kann auch ruhig verboten bleiben, ist auch gar kein Problem, allerdings, das bewegt sich ja noch im Bereich, glaube ich, von 150.000 Strafverfahren jährlich und kommen auch wirklich noch viele Gefängnisstrafen faktisch immer noch bei raus, nur weil wirklich sich niemand wirklich rational mit diesem Aspekt beschäftigt, welche Substanzen sind jetzt tatsächlich gefährlich oder welches Verhalten letztendlich gefährlich ist. Und da sollte man wirklich immer versuchen, generell politisch schwerpunktmäßig eine Risikoanalyse, eine Kosten-Nutzen-Analyse aufzustellen und sich daran orientieren. Das kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen, wie als Lebensmittel mit Zucker oder Autofahren. Müssen wir auf Autobahnen wirklich so schnell fahren, wie wir wollen? Sterben da nicht vielleicht doch ein paar mehr Leute dadurch oder haben wir mehr Staus? Und diese rationale Kosten-Nutzen-Analyse, die fehlt mir oft leider in der politischen Diskussion, sondern wird da leider oft versucht, immer das eigene Klientel irgendwie zu befriedigen. Und das scheint es ja in der Öffentlichkeit bei Drogen einfach nicht zu geben, weswegen einfach immer nur von oben drauf gedrückt wird mit dem schärfsten Schwert, was der Staat hat. Okay, danke Jan nochmal dafür und Astrid. Experten angehört, in Bezug auf Cannabis, das kann man auch auf andere Substanzen übertragen, Konsumenten lassen sich nicht von Strafe abschrecken. Das ist die Strafgesetzgebung kontraproduktiv und sollte sich nicht an die Konsumenten anführen. Ich glaube, wenn man jetzt über neue Stoffgruppen und noch mehr Strafe lernt und alles, was sozusagen den Sitz zum Konsum oder indirekt damit auch den Konsum
kriminalisieren, ist einfach old-fashioned. Also wir sind einfach auf einem anderen Niveau mittlerweile. Und deswegen, eigentlich die logische Konsequenz ist, man sagt, Besitz und Konsum ist straffrei. Also wenn ich jetzt ein Kilo Koks bei mir in der Garage liegen habe, solange es nicht das Gewässer gefährdet oder explosiv ist, oder sonst welche Substanzeigenschaften hat, die Umwelt gefährden, ist doch egal, soll es doch da liegen. Ja? Erst in dem Moment, es wird doch erst in dem Moment gefährlich, wo es den Besitzer wechselt, in Hände gelangt oder in eine Anwendungsform kommt, wo es andere wissentliche, wo die gefährdet werden. Also das wäre so ein ganz unjuristischer Anhaltspunkt erstmal. Ja? Und jetzt ganz praktisch denke ich, dass man nochmal mehr in die Richtung denken sollte, wie man Konsumentenrechte und Möglichkeiten auch stärken kann. Ich habe da auch mal so zwei Beispiele, also Verbraucherschutz ist das Stichwort. Also wie wir es im Moment haben, ist es sehr schlecht. Also wir hatten vor 2-3 Jahren ein paar Antragsfälle hier in Berlin auch. Da war die Staatsanwaltschaft ganz interessiert zu ermitteln, wer dann dieser böse Digger war, der vielleicht dieses Antragsverseuchte wahrscheinlich an der Osloer Straße verkauft haben sollte. Und wollte dann ermitteln. Und zwar nicht irgendwie einfach mal so die Fragen, hast du Lust, was zu erzählen, sondern ist die Gruppe wirklich auch für die Konsumenten potenziell problematische Schritte, die denen auch vielleicht nicht eingebracht hätten. Damals war die Situation, da war ja die Finanzverwaltung einmal diskutiert, auch gesagt, wir können mal zusammenarbeiten, dass wirklich, dass wir auch Wissen generieren über Antrags- und Verseuchung von Heroin und also auch wissenschaftliche Grundsatzfragen klären. Es ist im Moment nicht möglich, konsumentenbezogene Probleme praxisnah auch anzugehen, weil sozusagen immer Strafbewährung für die Konsumenten auch droht. Und jetzt mit den neuen Substanzen wird es ja noch komplizierter. Fällt mir jetzt auch ein Beispiel ein, so ein Graubereich, zum Beispiel bei Ayahuasca, das ist ja dann so eine natürliche Substanz, wo TNT drin ist. Kann höchst problematisch sein, erfasst man aber nicht, obwohl DMT dem Betäubungsmittelgesetz jetzt schon unterliegt, ist es eine Substanz, wo ich mir habe sagen lassen, aus polizeilichen Kreisen, da können wir gar nicht ermitteln, es ist viel zu kompliziert. Ja, das ist, also da man mit Grenzmengen und in welcher Form und wie lange. Und das heißt, es wird doch immer komplizierter. Das heißt auch, die Strafverfolgung wird ja immer mehr gelähmt durch die Komplexität. Also das, die werden ja auch nicht motivierter dadurch, dass sie so ein breites Spektrum haben. Also insofern würde ich eigentlich so von der Konsumentenseite her gehen und sagen, wie können Konsumenten in ihrer Rolle als verantwortliche Verbraucher gestärkt werden? Wie kann man die Händler, wenn die sozusagen erst in dem Moment, wo der Substanz den Besitzer wechselt, das ist strafbewehrt? Und wie kann ich als Konsument, wenn mir einer was verkauft, was ich gar nicht haben wollte, wie kann ich das testen? Das ist der Drug-Checking. Also wir haben ja oft die Frage gehabt, ich habe mir jetzt Amphetamin gekauft, aber wenn es jetzt Crystal wäre ich jetzt ziemlich tot, würde ich auch nicht nehmen wollen, aber ich kann es ja nicht rausfinden. Also so eine konkrete Situation, wenn mir einer mit Amphetamin verkauft, ich wollte aber Amphetamin haben, muss ich doch das feststellen können und mich dann beschweren oder das auch zur Anzeige bringen können und sagen, da hat mich einer betrogen. Also das wäre eigentlich, glaube ich, eine viel wirksamere Möglichkeit im Markt in die richtige Richtung zu denken und auch das Ziel Verbraucherschutz. Nee, vielen Dank. Also ich spüre sowieso eine große Einigkeit hin zu mehr Drug-Checking, Verbraucherschutz und das aus dem illegalen Bereich rauszuholen, zumindest testen zu können. Die Frage Handel ist so ein bisschen umstritten. Es gibt hier die Total-Legalisierer und die sagen, naja, damit schafft man auch Gefahren. Diese Frage Psychoaktivität gleich gesundheitsschädlich fand ich einen für mich spannenden, sehr neuen Gedanken. Also dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und trotzdem immer auch noch die Frage, wann endet die Selbstgefährdung und wann schädigt man andere eben auch mit? Beispiel im Straßenverkehr, Beispiel man haut sich vor seinen Kindern irgendwie zu doll weg oder so, Beispiel Jugendschutz. Da sind doch auch noch ein paar Grenzen, fand ich ja hier spürbar und war noch interessant. Und in der Tat, das wird bei den Legal Highs deutlich komplizierter und es gibt zahlreiche Umgehungs- und Fortschrittmöglichkeiten. Aber da sind wir eben auch erst am Anfang von der Diskussion und es gab jetzt noch ein paar weitere Wortmeldungen. Jerome, dann Simon und dann hatten sich nochmal Volker gemeldet. Du bist auch Jerome, ne? Genau, also dann bist du als erstes dran, dann Simon, dann Volker Werther, dann Tibor und dann würde ich sagen, habt ihr nochmal Gelegenheit, euch schnell zu melden, sonst binden wir das ab, weil wir, wie gesagt, um 18 Uhr hier pünktlich Schluss machen wollen. Okay,
Ja, also ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ich komme ja nur aus einem sehr konservativen Umfeld, Dorf mit 300 Einwohnern, und da kennt man ja so die Leute, wie die denken. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir davon reden, wir brauchen rationalisiertere Bewertungsgrundlagen und sind psychoaktive Stoffe überhaupt gesundheitsgefährdend, ich habe das Gefühl, dass die Politik auch so ein bisschen vor diesem Problem steht, gegenüber einer Gesellschaft eine Legalisierung dieser Stoffe zu rechtfertigen, wenn diese Gesellschaft noch unzureichend darüber informiert ist. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die jetzt hier in dieser Runde sitzen. Wir haben uns ja intensiv schon damit auseinandergesetzt. Aber in meinem Freundes- und Bekannten-Verwandtenkreis würde ich sagen, dass wenn überhaupt 1 oder 2% sich überhaupt mit dem Thema Drogen, illegale Drogen vielleicht auch beschäftigt haben, das ist sicherlich nicht die große Masse, aber es gibt einfach eine große Bevölkerungsmasse, die unzureichend informiert ist. Und wenn jetzt die Politik kommen würde und sagen würde, Cannabis ist jetzt legalisiert, dass viele da einfach aufschrecken würden und sagen, wie können Sie sowas legalisieren, weil viele da teilweise einfach dieses krass negative Image haben, einfach nur, wenn sie schon das Wort Drogen hören. Viele können ja auch gar nicht unterscheiden zwischen Drogen und Mittel. Also wann wird ein Mittel eigentlich erst zur Droge? Also auch Fernsehen und alles Mögliche Denkbare kann ja zu einer Droge werden. Aber klassischerweise sind diese illegalen, eventuell gefährlichen Drogen sehr, sehr negativ behaftet. Und ich glaube, oder das wäre meine Frage, ist das nicht auch ein Problem der Politik? Okay, vielen Dank. Simon. Ja, es sind ganz viele Gedanken irgendwie, gerade als Astrid das gesagt hatte, mit der Besitzstrafbarkeit, ob die wirklich sein muss. Also natürlich ist das der Punkt, wo man wirklich sagen kann, einfach nur durch den Besitz schafft man ja keine Gefahr, und wenn, dann nur maximal für sich selber. Aber der Punkt ist ja, wie immer argumentiert wird, dass natürlich gerade die Strafverfolger nicht neben jedem Handel direkt daneben stehen. Deswegen wird halt immer mal ein Handel unterstellt, wenn man einfach irgendwie vielleicht mal eine besonders gute Ernte hatte zum Eigenbedarf. Unerwarteterweise wird gleich Handel unterstellt. Natürlich umso schlimmer, wenn man vielleicht so eine besonders gute Küchenwaage hat, mit der man auch mal irgendwie Trockenhefe abwiegen kann oder so. Dass das natürlich das ganz große Problem ist. Und gerade hat es ja schon jemand auch eingeworfen, warst du das vielleicht sogar irgendwie, gerade was Altersgrenzen angeht, Thibaut hat ja gesagt, es ist natürlich die Abgabe natürlich mit gutem Grund bei vielen Substanzen an Personen unter 18 nicht gestattet ist, aber was weiß ich, wenn man irgendwie mal vielleicht auch, natürlich sind gerade Jugendliche interessiert daran, mal auch Dinge selber, die sie aus der Schule kennen, vielleicht auch mal selber auszuprobieren, ein bisschen zu experimentieren zu Hause vielleicht. Wenn da jetzt irgendwie gerade rund um diese Altersgrenze von 18 Jahren natürlich auch Klicken und Freundeskreise existieren, wird es da immer unheimlich gefährlich und mit Mindeststrafen, die völlig abstrus sind, irgendwie belegt. Deswegen auch da so ein Punkt, ob das wirklich irgendwie so massiv mit Strafen bedroht werden muss. Und dann hatte ich auch noch gedacht, irgendwie bei diesem Stoffgruppenverbot, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt gerade aufgrund der Diskussion mit den synthetischen Cannabinoiden vielleicht der ein oder andere Mensch jetzt irgendwie mit dem Schaum vor dem Mund irgendwie auf die Idee kommen wollen würde, Cannabinoide grundsätzlich zu verbieten als Stoffgruppe. Da ist dann natürlich die Frage, wie das mit den körpereigenen, also den endokannabinoiden Systemen ist irgendwie das. Ich gehe mal davon aus, dass an körpereigenen Cannabinoiden in der EU auch mehr als eine Tonne pro Jahr produziert wird. Mache ich mich dann irgendwie des Handels strafbar, wenn ich Blutspenden gehe? Oder das ist alles irgendwie so völlig abstrus, was da an Fragen irgendwie entsteht. Und es macht halt einfach alles vorne und hinten keinen Sinn. Und dieser Eindruck, dass wir natürlich jahrzehntelang, seit irgendwie dieser Krieg gegen die Drogen ausgerufen worden ist, tatsächlich dazu konditioniert wurden, den auch immer an dieser Stelle völlig falsch verwendeten Begriff Droge irgendwie als gleich irgendwie Zeichen für furchtbaren sozialen Abstieg und so zu sehen. Natürlich hängt da die Politik mit drin, weil man natürlich dieses Image aufrechterhalten muss, weil sonst könnte man keine so realitätsferne und menschenverachtende Politik irgendwie machen, wenn man nicht irgendwie dieses Bild einfach irgendwie aufrechterhalten würde, dass Droge, also alles, also Droge,
jetzt halt im, als Begriff für alle Substanzen, die man in irgendeinem Anhang von irgendeinem Gesetz stehen hat, ohne jeglichen wissenschaftlichen Grund dafür, ist gleich schlecht, ist gleich verboten. Das funktioniert ja nur so, indem man sagt, ja, das liegt eben daran, dass, was weiß ich, irgendwie man sofort irgendwie die Zähne verliert oder irgendwie sofort irgendwie in der Gosse landet oder also diese Bilder, die damit einhergehen, das ist halt einfach ein so furchtbares System und ich sehe da tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie den einfachen Weg da rauszukommen, leider, weil das ist halt einfach so verinnerlicht bei vielen Menschen. Ja, vielen Dank, Simon. Wir sind ja hier gemeinsam Kollegen in dem Abgeordnetenhaus und wir wissen natürlich, dass man vor allen Dingen bei der SPD ansetzen muss. Schwer genug, ja. Wir waren ja zusammen in Bern und Zürich, haben uns dort das Drug-Checking-Labor angeguckt und uns da ein Bild von gemacht und waren eigentlich relativ begeistert davon, mit wie wenig Aufwand dort viel Aufklärung, viel Safer Use, viel Prävention auch erreicht werden kann, mit ganz wenig Mitteln, wenn das System erst einmal läuft. Ja? Und ich stehe jetzt vor der Frage, will ich das hier als Modellprojekt haben? Ich will es eigentlich dauerhaft, aber natürlich ist das vielleicht einen Schritt zu weit für diese Koalition, für die CDU erst recht. Und wenn du es nur als Modellprojekt machst für ein oder zwei Wochenenden, dann hast du es ganz schwer, dass sich das etabliert und rumspricht. Und ich hoffe, dass wir aber da trotzdem noch weiter Aufklärung, ja, und auch Meinungsbildung schaffen bei den etwas größeren und älteren Parteien und hoffe, dass wir da weiter gemeinsam für eintreten. Wir mussten aber neulich erleben bei einem Antrag, ich glaube, der war von euch und von der Linksfraktion, dass die nicht mal wollen, dass das LKA stärker zusammenarbeitet mit Akteuren der Drogen- und Suchthilfe nach dem Motto, wir sprechen mal über unsere aktuellen Erkenntnisse, die wir im kriminaltechnischen, im chemischen Bereich hier haben, über die Stoffe, die wir so sehen und analysieren. Nicht mal das, ja, obwohl die Polizei nach meiner Erfahrung längst dazu bereit wäre, aber das wird dann aus ideologischen Gründen abgeblockt. Und wenn ich noch einen Satz schimpfen darf über SPD und CDU, ihr seht es mir nach, die streiten sich ja momentan um jeden Krümel Gras. Ja? Also ob die Straffreigrenze abzusenken auf 6 Gramm, ist sowas von lächerlich, auch vor dem Hintergrund, vor welchen Fragen wir eigentlich stehen müssten und wie wir in die Diskussion gehen müssen. Und es zeigt tatsächlich, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit zu machen ist. Aber sie kann sich lohnen. Gute Argumente sprechen ja auch gerade nach dem heutigen Tag noch mehr für uns. Und auch gesellschaftlich, glaube ich, tut sich was. Die Hoffnung stirbt da zuletzt. Volker ist dran und dann Tibor. Ja, vielleicht nochmal dazu. Ich meine, da sind sich, glaube ich, wirklich fast alle einig, dass die Situation so, wie sie jetzt ist, nicht gut ist, nicht zufriedenstellend. Das würde natürlich auch bei einer Evaluation rauskommen, die wissenschaftlich begleitet wäre. Das ist eigentlich völlig ohne Frage. Deswegen blockieren das vielleicht manche Leute auch im Moment noch. Ansonsten gibt es ja keinen Grund, warum man sich gegen so eine Evaluierung stellen sollte. Da kann dann nichts Besseres oder Schlechteres als die Wahrheit rauskommen, im besten Fall. Die Frage ist eben, wie kommt man aus dieser Situation raus? Und da denke ich, manchmal ist die Debatte Legalisierung nicht gut, weil das ist so eine ist man sofort in so einer Schwarz-Weiß-Debatte drin, sondern da muss man sich vielleicht kleinschrittigere Dinge überlegen. Und da kann man eben sehr schnell auch zum Beispiel die Polizei ins Boot holen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat also auf dem Fachtag Cannabis in Frankfurt ja deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es auch in ihrem Sinne wäre, wenn sie nicht mehr ständig Kleindelikten nachgehen müssen, von denen sie eh wissen, dass es nachher eingestellt wird bei der Staatsanwaltschaft. Man arbeitet für einen Papierkorb, das möchte eigentlich niemand. Und es wird Geld rausgeschmissen, noch und nöcher, weil das natürlich Arbeitszeit kostet. Und also sprich, in diesen Bereichen hat man sehr schnell die Leute ja im Boot und da könnte man wahrscheinlich auch schnell zu Ergebnissen kommen. Wenn man natürlich gleich den Hebel umlegen möchte und über Legalisierung spricht, dann gibt es da viel zu viel Ängste, auch in der Bevölkerung. Und das klang ja auch an, es ist eben jetzt nicht so weit verbreitet, dass und das auch das Fachwissen über diese Themen, dass man da diese Ängste also schnell auf ein rationales Maß runterbekommen würde. Deswegen so vielleicht einfach als Anregung, Kleinschrittigkeit kann manchmal effektiver sein, wenn man dann eben auch wirklich Schritte geht. Das ist besser, als über große Schritte nur zu reden. Das stimmt, mit den kleinen Schritten rennst du bei mir offene Türen ein und ich bezahle seit dieser Fachtagung auch meinen Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Kriminalbeamten lieber, die ja sonst in Fragen Vorratsdatenspeicherung und so nicht besonders grünnah sind. Jetzt habe ich noch auf der Redeliste Tibor, Maximilian, Carsten. Wird euch bitten, relativ kurz zu fassen, weil wir dann an der Zeit sind. Alle, die noch irgendwie das dringendes Bedürfnis haben, können sich gerne noch melden. Aber
ich würde dann so langsam hier, genau, wir können das gerne noch draußen weiterführen, aber gerne so ins Closing kommen. Tibor. Ja, ich möchte doch noch mal auf die Legal Highs zurückkommen. Ja, also ich glaube, also was ich hier feststelle, ist ein großer Konsens in so grundsätzlichen Fragen. Ja, also wir wollen die Konsumenten entkriminalisieren, wir wollen sogar ihre Rechte stärken, wir wollen das BTMG auf den Prüfstand stellen, wir wollen Prävention und möglicherweise auch Substanzanalysen implementieren. Aber wie gehen wir jetzt mit den Legal Highs um? Ja, also wir haben jetzt hier die völlig offene Situation. EuGH hat sich da eben positioniert. Wir haben praktisch einen rechtsfreien Raum zurzeit. Es gibt verschiedene Vorschläge. Es gibt jetzt dieses Stoffgruppenverbot. Es gibt diesen Regulierungsvorschlag der Europäischen Kommission. Hatte ich kurz gesagt, ist im Verfahren drin und der ist das Regulierungsniveau nach Gefährlichkeit sozusagen. Da gibt es diese 3 bzw. 4 Stufen. Für den Legal High-Bereich, genau. Das heißt, der wird überhaupt nicht mehr in Deutschland diskutiert. In Deutschland wird zurzeit nur das Stoffgruppenverbot diskutiert. Ja. Herr Auwerter hat das meiner Ansicht nach richtig gesagt. Entweder man nimmt es und versucht da irgendwie zum Beispiel Entkriminalisierung der Konsumenten noch reinzuschreiben, was nicht meine Position wäre, oder man muss eben dann tatsächlich Alternativvorschläge formulieren. So ein paar Regulierungsprinzipien hatte ich ja gezeigt, wie es in anderen Bereichen läuft. Aber da ist jetzt für mich die Frage, sozusagen als Ergebnis dieser Tagung, wollen wir das und wie bringen wir das in das Verfahren ein, wie bringen wir uns da ein? Ja. Ich will das. Ja, wir müssen es da, glaube ich, erstmal sacken lassen und evaluieren, nachvollziehen. Adressat kann aber nicht die Landesebene sein, deswegen sage ich das auch gleich zu mir. Ich finde, das spricht vieles für, nicht wahr? Hier, also wir haben ja auf der BDK zum Beispiel mit der Justizministerin von Niedersachsen geredet, das ist ja jetzt eine Grüne. Ja. Also man merkt, sie ist nicht voll im Stoff drin, sage ich mal, ja. Aber die hat da auch Entscheidungen schon getroffen. Ja. Aber ich meine, aber an solche Leute können wir ja ran und uns mit denen unterhalten und entsprechend auch in der das geht ja auch durch den Bundesrat nachher. Ja. Und da sind wir ja nicht stimmlos, sage ich mal. Ja, in der Tat. Also, klar. Ja, klar, wir müssen das auch durch die Ebenen treiben und dadurch, dass hier aber ja schon mal so viele Fachleute an einem Tisch sitzen, sind wir da, glaube ich, auch einen guten Schritt weitergekommen und das Bundestagsbüro von Harald Herpe war zumindest vertreten und ich glaube, da haben wir auch noch einen starken Mitstreiter. Ich will nochmal die Redeliste abarbeiten. Vielen Dank, Tibor. Maximilian. Ja, um nochmal zur Frage der Schädlichkeitsbewertung zurückzukommen, die ja für die Legal Highs unter anderem auch sehr entscheidend ist. Hier stehen wir natürlich vor einem Problem. Also ich habe mich damit einigermaßen auseinandergesetzt, stand auch öfter im Dialog mit Professor Natt, der da sehr wichtige Arbeit geleistet hat, dass wir ja hier schon passenderweise bemerkt wurde, von den Substanzen selbst erstmal überhaupt kein Risiko ausgeht, sondern es geht ja immer, also neben ihrer pharmakologischen Eigenschaften, insbesondere darum, wie Menschen mit etwas umgehen. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, den ich nicht von oben herab regulieren kann. Also ich kann nicht sagen, jetzt ist etwas legal und Menschen sind plötzlich alle genussfähig und konsumkompetent und haben sofort irgendwie eine ritualisierte Form des Gebrauchs parat, dass sie davor schützt, eine Überdosis einzunehmen etc. Also wir betrachten praktisch, wenn wir Substanzen und ihre Schädlichkeit bestimmen wollen, müssen wir praktisch dieses komplexe Prisma der individuellen und gesellschaftlichen Umgehensweisen mit diesen Substanzen und ihren individuellen pharmakologischen Eigenschaften praktisch vorweg antizipieren, was schlichtweg praktisch unmöglich ist, insbesondere bei Legal Highs. Aber was die Legal Highs betrifft, so lässt sich zumindest ein Beispiel zeigen, wo auch viele Konsumenten sagen, ja, irgendwie hat mir das geholfen, das ist die Substanz mehr für Drohnen, die für viele Konsumenten eine fantastische Wirkung hatte, wie sie berichteten, ja, und was man auch nachvollziehen kann, wenn man sich das Wirkprofil dieser Substanz anguckt und jetzt rückwirkend häufig auch verlautet aus Foren und so weiter. Eigentlich ist es ganz gut, dass das verboten worden ist, ja, weil die ganzen Ersatzstoffe, die kamen, haben irgendwie diesen Touch nicht mehr erreicht, ja. Und wenn man das in den epidemiologischen Surveys anschaut, insbesondere in Großbritannien, ist zumindest der Konsum stagniert und wieder zurückgegangen von dieser Substanz. Was nicht unbedingt bedeutet, dass das unbedingt ein Gewinn war, aber was natürlich
um auch nochmal zu unterstreichen, dass natürlich Strafrecht in gewisser Weise schon auch wirkt. Also man kann natürlich nicht sagen, dass keinerlei Wirkung davon ausgeht. Das merkt man auch im Gespräch mit Jugendlichen unbedingt, dass viele natürlich auch so sozialisiert sind. Und es geht ja grundsätzlich auch um Sozialisation, wenn wir einen guten Umgang mit Substanzen erlernen wollen, dass sie sagen, in mein Selbstbild und mein Bild von einer Zukunft passt es nicht, dass ich etwas Illegales tue. Insofern, ja, spreche ich mich auch für Regulation von Legal Highs aus, unbedingt. Also der jetzige Zustand ist absolut untragbar, in meinen Augen, weil hier Menschen sich zum Teil großen Schaden zufügen, einfach aus Unwissen heraus, insbesondere im Kontext der abhängigen Szene, die also das als Ersatz konsumieren in den, ja, genau. Mein Plädoyer. Ja, vielen Dank nochmal für diese kontroversen Gedanken auch. Carsten. Ja, also ich möchte noch mal... Habe ich noch jemanden übersehen, sonst wäre es quasi das Schlusswort? Okay, alles klar. Also ich finde es ganz schön, also ich gebe dir natürlich recht, Volker, dass die Politik der kleinen Schritte die angebrachte ist, weil die andere nicht hilft einfach, auch wenn mir manchmal ein bisschen die Geduld fehlt in den letzten Jahren, aber... dass ich es momentan ganz schön finde, dass die Legal Highs auch eine Chance bieten, auch wenn sie von der Verbreitung und ihrer eigentlichen Bedeutung gar nicht so riesig sind, wie wir ja heute von Bernd gehört haben, wie wir das in der Öffentlichkeit haben, aber dass sie doch einen gewissen Druck auf die Legislative auch machen, etwas zu verändern. Also dass sich plötzlich Bewegungen tun. Und es sind ja nicht nur die Legal Highs, es sind ja auch noch die Angebotsseiten, ob wir da an Silk Road denken oder Shiny Flakes oder auch die Shops im Legal High-Bereich, dass wir plötzlich völlig offen auftretende Händlerseiten haben in den verschiedenen Bereichen. Auch das gibt ja wiederum irgendwie einen Druck irgendwie nach Veränderungen, weil diese alten Bilder von dem dunklen Hinterzimmerhändler einfach so langsam nicht mehr stimmen. Und von daher bin ich guter Hoffnung, dass ich in den nächsten Jahren was verändern muss. Ja, und dass das dann auch zum Positiven ist. Vielen Dank, schönes Schlusswort, fast würde ich teilen. Tibor, aber du vielleicht noch, weil ihr habt das hiermit super stark initialisiert. Wir haben nochmal einen Raum zur Verfügung gestellt als Fraktion. Und was nimmst du mit? Möchtest du noch ein Abschlusswort sprechen? Sonst mache ich das. Habe ich sprechen. Ja, also ich fand das eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe hier durch den wissenschaftlichen Input auch sehr viel mitgenommen. Und ich denke mir, dass in vielen Fragen wirklich auch hier Konsens besteht. Und ja, die LAG wird jetzt dieses Jahr noch einmal tagen, LAG-Drogenpolitik. Wir werden das hier auswerten. Es wird auch eine Dokumentation geben hierzu. Das wird ja auch unter einem Video aufgezeichnet und wir werden auch eine Ergebnisdokumentation machen und müssen uns dann eben überlegen, und da werden wir auf euch zukommen, ja, wie wir dann mit den Ergebnissen auch im Bereich Legal Highs sozusagen weiterverfahren.